Hallo, mein liebe Schwungbude, und willkommen zu Lego Spider-Man Nummer 6 ab heute an den Kiosken. Die anderen Hefte dieser Woche hatten sich ein bisschen verzögert, komme ich morgen zu und wahrscheinlich Montag. Aber Lego Spider-Man heute raus und das bespreche ich zuerst. Warum? Weil Spider-Man gerade mehr Suchabfragen hat als alles mögliche andere, was es in der Lego-Welt geben kann, wegen dem neuen Game. Klare Geschichte. Ist auch ein ziemlich gutes, nach allem, was ich gehört habe. Ich weiß es nur leider nicht, ich habe keine PS5. Nun ja. Nun ja, obwohl Miles hier will den Bösen mal unsere Tricks zeigen. Und ich würde gerne den Trick sehen, wo mir einfach hier eine PS5 auf den Tisch gezaubert wird. Miles? Miles? Das wird offenbar nichts. Okay, na gut, dann bleiben wir beim Heft. Natürlich Rätsel-Comics-Spiele. Wer ist der schnellste Superheld? Antwort: Von den beiden schon mal keiner, aber das Spiel suggeriert es. Weil ich glaube, Quicksilver kommt nicht vor und DC-Helden natürlich sowieso nicht. Wir haben einen Comic, lustigerweise mit Dr. Octopus. Auf dem Cover haben wir hier aber noch den Hobgoblin. Wie heißt der eigentlich auf Deutsch nochmal, der Hobgoblin? Der Demo-Gnom war nochmal ein anderer. Das war, glaube ich, Demo-Goblin. Den grünen Gnom gibt es ja auch, Green Goblin. Was war der Hobgoblin? Ich glaube, der heißt auf Deutsch was ganz anderes, ohne Goblin. Oh Gott, es gibt auch noch Jack-O-Lantern und. Diese Art von Gegnern hat Spider-Man wirklich verdammt häufig. Aber okay, das ist nicht Green Goblin, nicht Hobgoblin, nicht Jack-O-Lantern, es ist nicht Demogoblin, es ist Hobgoblin. Damit wir das auch einfach mal klar haben. Daneben ein Avengers-Verbündeter hier auf der Sammelkarte. Und zwar, ich bin nicht sicher, ob es War Machine ist oder ein schwarzer Iron Man, aber einen von beiden wird es sein. Wobei die Zeichen deuten auf. Nun, auch nicht War Machine. Iron Patriot? Sieht nicht aus wie ein. Nun ja, wir haben diese Figur. Limited Edition Nummer, was ist es? 69? Nice. Nein, Limited Edition 9. Das ist ein E, keine Zahl. Okay. Komischerweise hier ohne Namen drauf. Anders als bei anderen Serien, wo dann halt der Name auch draufsteht, damit man weiß, welcher von den 500 Iron Man-Ablegern es eigentlich ist. Iron Man ist echt irgendwann komplett durchgeknallt mit seinen ganzen Ablegern und Rüstungen und so weiter. Ich meine, Spider-Man ist da auch nicht wirklich unschuldig. Wir haben außerdem in der Mitte ein Poster. Poster, 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 Poster. Oh, nein, das ist Werbung für Togo. Dieses Poster hier. Lego Spider-Man Nummer 660. Ich habe keine Ahnung, auf welches Heft dieses Cover ein Verweis ist. Wahrscheinlich auf gar keins. Ich höre die Türklingel. So, hab der Türklingel beigebracht, nicht mehr zu klingeln und dem Postboten auf die Straße getreten, wo er gehört. Und damit können wir hier weitermachen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, an welches Heft das angelehnt ist oder ob an überhaupt eins, aber es ist das coolste Poster in deinem Zimmer. Das ist technisch gesehen wahr, wenn ich es aufhänge, denn ich habe sonst keine Poster hier hängen. Aber ich habe technisch gesehen auch noch die ganzen Poster, die in den Heften liegen. Zählen die als Poster, die sich in meinem Zimmer befinden? Rätsel über Rätsel. Andere Seite bietet uns aber ein Doc Ock, der Ock totalen Ärger bringt. Oh Gott, das tut weh. Ja, Doc Ock. Sieht überhaupt nicht aus wie der Lego Doc Ock. Es sei denn, ich kenne den Doc Ock, wo diese Arme bei sind, nur nicht. Der sieht vielmehr aus wie der chinesische Klon Dr. Octopus, den ich mal hier hatte. Okay. Nun gut, das ist das Heft. Beilage kommen wir gleich zu, aber wir haben auch noch. Sammelkarten von den Avengers mit einem sehr freundlichen Captain America, der gibt mir sehr viel Zuversicht, dass ich dieses Päckchen auch aufmachen darf. Sehr gut. Oh, da explodiert es schon. T'Challa explodiert mit Thor. Kabum, weg sind sie. Oh, hier explodiert es sogar in grün. Ich glaube aber, ich würde mal sagen, die beiden arbeiten zusammen. Die beiden wahrscheinlich eher nicht. Das sind, glaube ich, die Rückseiten. Natürlich sind das die Rückseiten. Oh, ein paar Mopeds zum Rumdüsen mit AIM-Agenten. Kein einziger echt ernsthafter Marvel-Charakter hier drauf. Einfach diese blöden AIM-Agenten. Ja, okay. Kann man mal machen. Hier ist der Hulk als Ausgleich. Und Nebula und Ronan? Comic-Version? In der Tat. Comic. Okay, warum nicht? Und hier haben wir nochmal eine Rückseite mit. Ah, das ist auch nochmal Ronan mit seinem hübschen Leuchterhammer. Der haut so schön zu. Da glitzert nachher alles.
Das kann ich mit einem Hammer allerdings auch diesen Effekt hervorrufen. Dafür sind Hämmer wirklich, wirklich gut geeignet. So, weg mit den Karten. Und mit der Verpackung von den Karten. Her mit dem Spinnenmann. Ja, wir haben mal wieder einen Spider-Man. Hatten wir im ersten Heft, jetzt im sechsten nochmal. Das ist vom Abstand in Ordnung. Und ich glaube tatsächlich durch das neue Videogame werden einige neue Leute aufmerksam nochmal auf Spider-Man, werden das Heft finden. Und dann ist es durchaus eine gute Idee, mit Peter anzufangen. Miles hatten wir ja erst vor kurzem. Mit ein bisschen Netzteilen, das ist auch immer sehr nett. Die Netzteile sind nett. Ja, wer Englisch kann, weiß, was daran lustig war. Die Set Nummer 6803-06. Die traurige Zwiebel lugt wieder um die Ecke. Die Wale knutschen immer noch in aller Öffentlichkeit. Und ansonsten ist hier sehr, sehr viel an Buchstaben drauf. Es ist eine wieder verschließbare Tüte. Denn wir haben schließlich Sammlerwert. Es ist ja Disney. Oder bei den Filmen und Spielen, das ist Sony, aber im Kern ist es... Oh ja. Ah, okay, Netzteile. Spinnenteile. Oh, noch ein bisschen anderer Kram. Okay. Bauen wir erstmal spinnerig zusammen. Das ist relativ schnell getan. Zusammen ist er. Was ist das denn? Ist das rotes Plastik? Tatsache. Deswegen scheint das hier so ein bisschen durch am... an der Hüfte. Das ist rotes Plastik mit blauer Bedruckung. Und die Arme sind blaues Plastik mit roter Bedruckung. Das Blau auf Rot funktioniert wunderbar. Vom Druck das Rot auf Blau nicht ganz so. Das wird ein bisschen dunkel dadurch. Ne? Ihr seht hier deutlicher Farbunterschied. Da kommen die einfach nicht drum, dass die irgendwann mal lernen sollten, dass man unter eine rote Bedruckung auf blauem Grund vielleicht noch eine weiße Grundierung unterpackt. Oder zumindest eine pinke oder irgendwas, was... Ne? Was das Blau halt nicht durchscheinen lässt, aber hey, Lego hat noch Zeit zum Lernen, die sind noch nicht so lange dabei. Erst so ein knappes Jahrhundert. Ist ein Spidey. Kennen wir, mit den bedruckten Armen ist immer schön. Natürlich auf beiden Seiten. Wie gesagt, der Rotabgleich ist jetzt nicht wirklich hundertprozentig, das ist leider so. Und er hat ein Gesicht, denn auf dem Hinterkopf hat er natürlich nur das Netz, um halt seinen Look zu vervollständigen. Leider nicht rundherum gedruckt. Das können nur Chinesen, denn schaffen das nicht. Okay, dann haben wir ein bisschen Grümpel da. Und natürlich seine Netzteile. Und ich glaube aber, die sind relativ frei in der Gestaltung. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwas finde, was hier, ich sag mal, eine Kanon-Bauanleitung darstellt. Aber ich glaube, ja, nö, halbwegs. Halbwegs, ja, okay. Dann können wir nämlich einfach mal... Bauen wir doch mal genau das, was die uns hier vorgeben. Einmal, ich glaube das andere, ja, ist auch nochmal dieselbe Bauschritte. So, hier haben wir diese, ne, die Haltedinger und Einzelpinöppel mit Loch. Haben wir eine ganze Menge von. 4, 6 Stück insgesamt. Und 3 einmal ins Pylone. Ein schönes Wort, Pylone. Und hier haben wir dann die Tüte mit den eigentlichen Netzteilen, die wir jetzt brauchen, um einen der beiden Pylone, nee, nicht Pylone, einen der beiden Netzeffekte zu bauen. Ja, geschickt, das wird hier einfach umgedreht dadurch. Sehr schön. Und ich glaube, ja, da kommt der große Netz drauf. Plopp. So, das kann er schon mal mit der einen Hand schießen. Ups. Oh, das sieht gut aus. als Effekt. Fump. Was ist? So sieht es am besten aus. Doch, so guckt er vernünftig durch. Und dann haben wir für die andere Hand auch noch was. Jetzt nicht ganz so spektakulär. Aber da kann er auch noch ein bisschen Netz schießen. Bäh. Komm, nimm in die Hand. So, und dann haben wir... Fump, fump. Sehr schön. Ein Spidey im Kampf. Und noch eine Menge Netzteile übrig. Wir können alles machen, was wir wollen. Aber das hier war so im Heft. Das ist hier die offizielle Pose, die er gerade hat. Ja, das ist offiziell Spidey. Alles andere, was er mit den Teilen baut, ist natürlich nicht offiziell. Ja, wir haben noch 2 von den Pylonen übrig. Wir haben 2 Einzelpinöppel mit Loch übrig. Und wir haben diese ganzen Netzteile. Hier so ein bisschen was, wo es sich gerade aufspannt.
noch so ein mittelgroßes Netz, das nochmal, ein Verbindungstrübel, hier so ein kleiner von, und die guten alten Netzhandschellen, wenn die Bösewichte dann gekriegt sind, dann kriegen sie die über die Hände und dann können sie nicht mehr abhauen. Abhauen können sie trotzdem noch, aber sie können nicht mehr zuhauen. Das ist wichtiger. So, ganz nette Auswahl an Netzteilen in einem interessanten Farbton. Ist halt so ein Milchweiß. Ich glaube nicht, Moment. Nee, das ist nicht Glow in the Dark oder so. Das ist einfach nur Milchweiß. Passt natürlich bei einem Netz entsprechend. Ist das jetzt kein Fehler, der da vorliegt, sondern das soll so sein. Und dann kann man eben solche Dinge und viele andere Dinge machen. Es ist schade, dass diese Teile nicht auch diese Milchweiße oder zumindest eine weiße Farbe haben. Das würde sich besser in die Netze einfügen, aber hey, ist okay. Ein Spider-Man, der Spider-Man ist ja nicht alleine, der Spider-Man hat einen ganz guten Packen Teile mit, damit man auch entsprechend Spider-Man kann mit ihm. Wunderbar. Einfache Geschichte, aber funktioniert und ja, kann man machen. Wir hatten, glaube ich, schon mal diese Netzteile, aber damals in einer etwas anderen Farbe, wenn ich mich richtig erinnere. Im allerersten Heft. Da war so ein Riesenpacken Netzteile dabei. Aber hey, schauen wir da einfach mal, nachdem wir das alles angeschaut haben, in die Zukunft. Und die, oh, da ist er ja. Die Zukunft bringt uns Dr. Octopus. Aber nicht den, den wir vorhin gesehen haben, sondern mit solchen Armen. Dann sind wir mal gespannt und ich glaube, dann kommt es zum Duell zwischen diesem Doc Ock und dem China Doc Ock. Da können wir schon mal gespannt sein. Er hat mega bewegliche Roboarme. Ja, okay, wenn du das sagst. Und kommt auch irgendwann an die Kioske. Wann sagt uns das Heft nicht, aber sagt uns bestimmt die Webseite. Und dann blende ich das irgendwo hier, irgendwo auf dem Bildschirm ein und dann wisst ihr das auch. Ansonsten geht es bei den Heften weiter morgen schon mit Lego Jurassic World. Ich sage erstmal bis dahin und viel Spaß beim Bauen.